Hallo, herzlich willkommen. Heute koche ich für meine Frau Spaghetti Bolognese. Dazu meine Zutaten. Einmal die Bolognese-Soße und die Spaghetti. Dazu auch noch ein Zwiebel. Und ja, schauen wir uns das an, wie man das zubereitet. Zuerst stellt man den Topf hin mit Wasser. Gibt eine Prise Salz hinein, damit die Nudeln nicht ankleben. Dann öffnet man die Verpackung der Nudeln und nimmt so viel heraus, wie man benötigt und gibt es in das heiße Wasser. Die Nudeln sollten dann von alleine runtergehen. Die Nudeln sind in heißem Wasser und damit hat man Zeit, die anderen Zutaten zuzubereiten. Ich schäle jetzt die Zwiebel und schneide sie in Würfelform. Die Zwiebeln kommen in die heiße Pfanne und werden angeschwitzt. Richtig anschwitzen lassen. Dann gibt man die Bolognese-Soße dazu. Leert einfach das ganze Päckchen rein. Und zum Verfeinern zum Schluss gibt man noch Beef Classic dazu. Das ist ein Fleischart. Wenn man dann alle Zutaten in der Pfanne hat, kocht man das Ganze auf und rührt kräftig um. Immer wieder dazwischen abschmecken, ob noch eine Zutat fehlt oder nicht. Das kann man am besten, wenn man immer ein bisschen abschmeckt. Dann gibt man die Spaghetti in eine Schüssel und gibt die Soße darüber, die Bolognese-Soße darüber und rührt das Ganze kräftig um. Das war alles. Die Spaghetti sind jetzt fertig. Jetzt fehlt nur noch das Auftischen, in Teller geben und dann servieren. Die Spaghetti sind jetzt fertig. Jetzt überraschen wir die Frau und schauen mal, ob es ihr schmeckt. So, die Spaghetti sind fertig. Jetzt überraschen wir die Frau damit und schauen wir mal, ob es ihr schmeckt. Honey, Spaghetti. I cook for you. Super. Yeah, you try. You like? Ja, danke sehr. Bitte schön, mein Schatz.